Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich habe für euch heute einfach mal zwei Light Replays wieder dabei. Die sind letzten Freitag beim Zuschauerzugfahren entstanden. Die erste Runde sitze ich in meinem Ru 251 zusammen mit Geilo in seinem Leopard PTA. Wir sind auf Overlord gespawnt und wir haben ja so ein 6-9 Matchup, 6-10er, 9-9er. Also denke ich doch relativ gute Voraussetzungen, um hier was zu machen. Und das größte Problem, was ich jetzt hier natürlich habe in meinem Ru 251, ist, dass wir auf beiden Seiten wieder 5 Lights haben. Das ist so eine Sache, mit der man im Moment recht häufig klarkommen muss. Zum einen, weil der Sheridan Top of the Tree ist, zum anderen, weil die Radpanzer-Fraktion natürlich Blut geleckt hat, was die Radpanzer angeht. Die sind ja auch wirklich sehr stark. Und dann der nächste Grund, warum wir so viele Lights haben, natürlich eine neue Light-Reihe mit den britischen Lights reingekommen, wo viele im Moment dann versuchen, zum 10er zu grinden. Also ich hatte das ja auch schon in diversen Streams schon mal angesprochen, dass es halt im Moment eine sehr, sehr krasse Light-Flut gibt, aufgrund der Gegebenheiten, die ich gerade angesprochen habe. Und ja, anders als in dem Replay, was wir uns gleich noch anschauen werden, muss man hier natürlich dann erstmal schauen, dass man irgendwie seine Kontrahenten rausnimmt. Ich habe das ja schon so häufig angesprochen und häufig oder viel zu häufig sieht man das leider. Der EBR wurde jetzt hier übrigens gerade angezündet. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Also er hat einen automatischen Feuerlöscher gehabt, wurde angezündet. Das ist natürlich eine gute Information, die man so nebenbei mitnehmen kann, weil wir wissen dann, wenn wir ihn vielleicht nochmal treffen, können wir ihn gegebenenfalls, wenn seine Fuel Tanks noch beschädigt sind, vielleicht nochmal anzünden. Also, worauf will ich hinaus? Und ich werde auch nicht müde, das zu erklären. Ja, ich habe das schon in so vielen Replays angesprochen. Wenn so viele Lights am Start sind, dann wollt ihr nicht auf Teufel komm raus irgendwie versuchen zu spotten, sondern erstmal Piano machen, erstmal gucken, wo könnt ihr hier mal Schaden machen, da mal Schaden. Jetzt haben wir hier die luxuriöse Situation gehabt, dass wir den EBR nochmal anzünden durften. 440 Brandschaden plus den 235 Schaden, die wir am Anfang gemacht haben. Der Ru ist natürlich eigentlich auch ganz gut aufgestellt gegen gegnerische Lights mit seiner hervorragenden HEP-Munition, die uns jetzt hier beim G-Saw ganz am Anfang ein bisschen im Stich gelassen hat. Da hätte ich mir doch ein bisschen mehr Bums erhofft. Ich hatte eigentlich oder war mir fast sicher, dass wir den dadurch schlagen. Da hinten steht da immer noch der G-Saw. Und Geilo hat jetzt in seinem Leopard PTA hier auch heftigst eingesteckt. Von dem T49 war das, glaube ich. Also erstmal ganz wichtig gucken, wo kann man Schaden machen. Der T110E5 hat gerade geschossen, piekt viel zu weit raus. Dem können wir hier schön in die Seite feuern. Diese Peekaboo-Geschichte. Gerade bei 5 Lights solltet ihr am Anfang immer gucken. Hier mal einen Stich setzen, da mal einen Stich setzen. Mal kurz anspotten, aber nicht zu überaggressiv. Meiner Meinung nach ist der EBR hier auch ein Stück weit viel zu gierig. Also unser jetzt auch. Diese Radpanzer verleiten ja dann auch immer so ein Stück weit dazu. Und keine Ahnung, wo dieser Schuss hingegangen ist, warum ich ihn nicht getroffen habe. Wenn ihr die Chance habt, so einen Radpanzer rauszunehmen, dann solltet ihr, wenn ihr der Meinung seid, ihr geht nicht zu viel Risiko ein, immer versuchen, die Radpanzer rauszunehmen, weil die können euch am Ende das Late Game zur Hölle machen. Und ich weiß, dass viele von euch das sicherlich gut nachvollziehen können, warum. Ja, und wenn jetzt hier der EBR schon rausgegangen ist, dann ist das hervorragend für uns gelaufen. Wir haben nach wie vor noch 3 gegnerische Lights, also. Aber langsam zeichnet sich so ein bisschen, ich mache mal hier ganz kurz auf Pause, langsam haben wir so eine Idee, was denn auf uns zukommt, beziehungsweise was nicht auf uns zukommt. Wir haben jetzt hier noch den G-Saw, der hat da die ganze Zeit gepiekt, ich gehe mal davon aus, dass er da auch immer noch steht. Derzeit T49 und AMX 3090 gespottet hier unten. Bedeutet also, dass hier die 9er 0er Linie keine Scouts stehen, der Type 61, ihr seht es, ist One-Shot für uns. Der einzige Panzer, abgesehen von den beiden Artis, der jetzt noch nicht offen war, ist der Stritzwahn. Der kann natürlich sehr gut hier hinten irgendwo stehen. Da stehen ja ganz gerne mal so Stritzwahns. Kann genauso gut aber auch sein, dass er hier hinten beim 183er steht. Das jetzt ganz kurz zur Erklärung, warum ich mich jetzt dazu entschieden habe, hier, der WZ zieht auch mit, warum wir uns hier dazu entschieden haben, diese Seite klar zu machen, beziehungsweise hier über die Seite jetzt ein bisschen Gas zu geben. Und diese Momente, ja, wenn ihr erkennt, okay, da ist jetzt eine Lücke entstanden, einmal durch eure Spots vielleicht, aber vielleicht auch durch den Schaden, den ihr gemacht habt. Die Gegner haben schon Lights verloren, jetzt haben wir da hinten den Schrittzwang gespottet, er stand also auf unserer Seite, aber, ja,
hat scheinbar auch selber gemerkt, oh, die Seite, die fällt hier gleich, ich versuche mal hier wegzukommen. Vielleicht ein bisschen spät sogar vom Stritzwaren, das ist natürlich sehr lecker für uns gelaufen und wir konnten hier nochmal schön Unterstützungsschaden sammeln und selber dem Stritzwaren einen Treffer mitgeben. 7-5. Der nächste Panzer, der jetzt hier relativ ungedeckt steht, je nachdem, wo der Stritzwaren jetzt ganz hingerannt ist, ist der G-Saw. Ich habe jetzt umgeladen auf HEP-Munition wieder, kann ihn hier schön durchschlagen für 302, lad direkt die nächste HEP. Der G-Saw hat sich jetzt dazu entschieden, sich von uns abzuwenden und wir konnten den G-Saw hier rausnehmen. Jetzt ist nur noch der T49 da gegen uns und wir haben jetzt hier unten den FV-183, der wegfahren will. Auch dem können wir hier schön HEP ins Heck feuern. Vielleicht kann ich ihm sogar nochmal einen geben. Er dreht jetzt auf mich, musst du ein bisschen aufpassen. Weil hier zwei Heavys noch stehen. Aber den T110E5 können wir hier schön einen mitgeben. Und jetzt muss ich ein bisschen Piano machen. T110E5 kann jetzt auf mich schießen. Den Schuss nehme ich mir. Ich versuche hier so ein bisschen genau das, den 183er so ein bisschen zu provozieren. Habe jetzt versucht, mit Auto-Aim auf die Arti zu schießen. Hat leider nicht ganz geklappt. Ich habe noch unendlich viel Zeit gegen den FV-183, der Ewigkeiten nachlädt. 23 Sekunden. Das gibt mir die Möglichkeit, mindestens noch einmal in ihn reinzuschießen. Jetzt mache ich einen Fehler. Ich hätte hier versuchen sollen, ihn zu tracken. Habe mich auch noch festgefahren, aber Gott sei Dank hat er nicht mitgedreht. Also in der Situation hätte ich tatsächlich versuchen sollen, lieber den FV-183 zu tracken. Das war jetzt ein bisschen sehr gierig von mir und vielleicht auch ein bisschen überhastet. Also in so einer Situation, wenn man da dann noch den Überblick hat, sollte man versuchen, auf jeden Fall den Trackshot zu setzen. T49 ist irgendwo weggefahren. Wir können jetzt hier auf jeden Fall nochmal auf den IS-7 gehen. Der hat auch gerade geschossen und ist jetzt auch im Bereich eines One-Shots für uns. Dafür habe ich jetzt Heat geladen, fahre an seine Seite. Sicherer Kill auf den IS-7. Und keine Ahnung, wo jetzt der T49 noch hingefahren ist. Krieger kann ich leider nicht mehr machen. Und alles in allem, denke ich, war es aber eine schöne Runde im Ruhe. Und warum habe ich jetzt dieses Replay für euch mitgebracht? Nicht nur wegen diesem schönen Abgang jetzt hier rein ins Verderben. Nein, mir war das ganz wichtig, euch einmal so ein Replay mitzubringen mit so vielen Lights, weil ich denke, dass ziemlich viele von euch selber die gleichen Erfahrungen machen oder derzeit auf jeden Fall häufiger machen. In solchen Situationen mit dem Light, versucht euch erstmal zurückzuhalten, versucht erstmal hier einen Schuss zu machen, da einen Spot zu bringen, nochmal einen Schuss zu machen, immer mal so kleine Nadelstiche, ja, Peek-a-Boo spielen und dann in dem Moment, wo ihr für euch feststellt, okay, jetzt habe ich genug Informationen zusammen. Wir haben gesehen, zwei von den drei Lights sind ausgewichen. Der dritte stand nach wie vor in der Position, wo er die ganze Zeit schon gestanden hat, also sehr ausrechenbar. Und das hat die 9er-0er-Linie aufgemacht. Klar, wenn der Stritzwaren da jetzt noch gestanden hätte, hätten wir ihn aber früher oder später, wir hätten uns vielleicht einen Schuss gefangen, hätten ihn dann aber aufgemacht und zusammen mit zwei, drei Lights gejodelt. Vielleicht hätte die Arti auch noch drauf geschossen. Hätte Fahrradkette. Er ist weggefahren. Wir haben ihn beim Wegfahren gespottet. Wir haben quasi zur richtigen Zeit das Momentum genutzt, die offene Flanke erkannt und dann da reingestoßen und dann nach und nach die gegnerischen Panzer abgefarmt. Und das ist so eine Sache, da will ich euch gerne solche Replays mitbringen und dass ihr so eine Idee davon habt, wovon redet der Spinner da eigentlich? Also, gerade bei 5 Lights auf beiden Seiten, teilweise sogar 6 oder 7, macht nicht den Fehler, spielt irgendwelche aggressiven Spot-Locations an, wo ihr sicher seid oder wo ihr sicher sein könnt, wenn ihr da gespottet werdet, geht ihr raus, sondern haltet euren Panzer am Leben, haltet euren Panzer im Spiel und sobald ihr merkt, so 2, 3 Lights sind rausgegangen, da könnt ihr anfangen, aggressiver zu spielen, auch mal irgendwie versuchen, das Zepter in die eigene Hand zu nehmen. Ja. Und dann, denke ich, kann man auch ganz brauchbare Runden selbst mit so vielen Lights einfahren. Ich würde sagen, wir schauen uns das zweite Replay an. Diesmal ist die Voraussetzung eine andere. Auch dieses Replay ist am Freitag entstanden. Mitfahrer ist der Vitox, sitzt in seinem FV-4005. Wir sind auf Stucianki oder wie auch immer die Karte ausgesprochen wird, unterwegs. Warum besseres Matchup? Weil wir Top-Tier-Light sind. Wir haben gegen uns zwar ein 1305, das kann im Zweifel sehr, sehr wehtun. Auf der anderen Seite haben wir noch jeweils nur, Gott sei Dank, einen anderen Light, einen 9er Light, in unserem Fall den EBR-90. Im Gegnerteam ist es der RU-251, aber hier kann man natürlich grundsätzlich aggressiver spielen. Man sollte aber
ja, immer schauen, dass man natürlich dementsprechend Backup hat. Gerade hier auf dieser Karte ist es ja sehr, sehr häufig so, wer dieses Bachbett hier im Süden dominiert, der hat gute Chancen, die Runde dann auch für sich zu entscheiden. Auf der anderen Seite sollte man nicht alles riskieren am Anfang, um hier reinzukrachen, wenn man feststellt, okay, vielleicht zieht mein Team nicht mit, vielleicht warte ich lieber noch ein bisschen. E50M fährt hier mit auf meine Seite, Progetto 65, aber der Progetto 65 hat sich schon so positioniert, dass er jetzt keine Anstalten macht, da irgendwie weiter vorzufahren. Type 61 und T54 kommen auch noch. Also zumindest jede Menge Mediums auf meiner Seite, zusätzlich noch mein Platoon-Mate, der Vitox im FV4005 hinter mir. Also jetzt, wo die Kollegen aufgerückt sind, der E50M, der Type 61, und wir festgestellt haben, das Gegnerteam macht jetzt keine ernsten Anstalten, hier irgendwie das Bachbett zu holen. Da haben wir den EN100 gespottet. Da könnt ihr mal reinfahren. Ich bin jetzt gespottet worden und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht der EN100 war. Und deswegen fahre ich jetzt hier dieses Bachbett entlang, weil ich glaube, dass hier noch ein Kollege drin steht. Der 1305 ist es nicht, sondern es ist der Ru. Ich hatte mir sowas schon gedacht, als ich da plötzlich gespottet worden bin, relativ spät auch. Deswegen bin ich jetzt hier, wie gesagt, nochmal entlang gefahren, weil gerne hier gegnerische Mediums, beziehungsweise gegnerische Lights in diesen Büschen stehen. Und dadurch, dass ich außenrum hier in diese Position gefahren bin, habe ich ihn auch nicht in der Anfahrt aufgeklärt. Also, ich verzichte jetzt darauf, da hinterher zu fahren. Ganz einfach, weil für die 2 AP, klar, wäre schön, wenn er rausgeht, aber für die 2 AP will ich mir jetzt hier nicht noch irgendwie einen Treffer fangen von einem Jagd-E oder den Schuss vom T92 auf mich nehmen. Erstmal machen wir jetzt hier Piano. Der Ru ist da so ein bisschen gefangen. Wenn er da rausfährt, sollte ihn der Standard B zum Beispiel eigentlich spotten. Vielleicht spotten wir ihn auch selber. Also wir haben jetzt auf jeden Fall die bessere Position hier für das Bachbett. Hinter uns, Standard B, kracht hier einfach in zwei Panzer rein. Kann man machen, sollte man nicht machen. Da ist der Ru. Und der Ru geht raus, sehr schön. Also 2-0 für uns. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Bisschen interessant, wie das 705 da einfach gegen die Maus so aggressiv nach vorne fahren kann. Und der WT auf Panzer 4 geht jetzt hier durch die Arti raus und die Maus lässt sich da scheinbar komplett ausziehen von dem 705. Maus nur noch 220 AP und das 705 hat jetzt ja auch keinen guten Durchschlag, keine Heat als Premium-Munition. Mir völlig unverständlich, wie die Maus da jetzt so viel AP verloren hat, ist rausgegangen gegen das 705 und der T54 zieht jetzt hier direkt hinterher. Wir können ihm einen in der Querfahrt mitgeben. Sind nicht mal gespottet worden dafür. Das bedeutet, dass aller Wahrscheinlichkeit nach kein TD hier, wo der T30 zuletzt gespottet worden ist. Also wenn man hier schießt und man geht nicht auf, dann kann man eigentlich ziemlich sicher sein, dass da oben in den Hecken kein TD steht. Deswegen habe ich jetzt hier gleich nochmal geschossen. Ich spiele zwar durchgehend dann, wenn ich hier schieße, so, als wenn ich gespottet worden wäre, weil man nie wissen kann, ob in der Zwischenzeit dann vielleicht doch noch ein TD da oben reingefahren ist. Aber ja, unser 2-0 Vorsprung ist jetzt in eine 2-4 Rückstand verwandelt worden. Unsere Kollegen, die Mediums, Type 61, T54, würde ich sagen, ein Stück weit zu aggressiv. Dadurch, dass da noch zwei tschechische Autoloader stehen, der TVP und der Skoda T50, zusätzlich ein WT auf Panzer 4, ein EN100 und ein Jagd-E. Also, ich glaube, ein bisschen übermütig, was unsere Mediums da jetzt gemacht haben. Ich bleibe jetzt hier stehen, weil wir komplett die Kontrolle über den Norden verloren haben. Der AMX 1305 steht da schon an den Schienen, das 705. Versucht da immer rauszupicken. Unser E75 hat sich auch schon Ewigkeiten nicht mehr bewegt. Ich habe keine Ahnung, was der E75 da treibt oder nicht treibt. Ich glaube, er hat aber gerade geschossen. Also er wird nicht AFK sein. Und ich hatte jetzt die Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwie das 705 rausnehmen kann. Aber er ist so weit zurückgefahren. Hat er mich jetzt hier gespottet? Mein Unterfangen ist hier schon nicht mehr durchführbar. 705 hat mich gespottet. Und jetzt kommt ja auch noch der T54. Ich glaube, der T54 versucht mich gerade zu pushen. Und der Trackshot sitzt leider auch nicht. Jetzt muss ich hier zusehen, dass ich irgendwie hier aus der Nummer rauskomme.
Immerhin wurde der T-54 gestunt, hat jetzt daneben geschossen, den 1305 nicht getroffen. Gut, das war aus der Fahrt jetzt geschossen. Geaimt, auch nicht getroffen. Zu wenig vorgehalten vielleicht. Auch der trifft nicht. Also, schlechtes Aiming jetzt hier von mir und der T-54 hinter mir. Mittlerweile liegen wir 5:9 zurück. Auch den treffe ich nicht. Also ganz, ganz bitter jetzt hier geschossen. Und ich muss jetzt irgendwie zusehen, dass ich hier den T-54 rausnehme. Der GW-Tiger übernimmt das für mich. 705 jetzt hier im Offenen. Ich versuche ihn ein bisschen aufzuhalten, zu spotten. Hoffe, dass die Arti nicht auf mich schießt. Und kann ihn jetzt hier rausnehmen, nachdem wir ihn quasi offen gehalten haben. 8:11. Jetzt ist leider Vitox in seinem FV 4005 rausgegangen. Wir haben auf der anderen Seite noch den TVP, T30, E100, WT auf Panzer 4, Jagdpanzer E100. Sind aber auch alle Panzer gewesen. Bedeutet für mich, der Weg zur Arti ist frei. Und so kann ich zumindest erstmal versuchen, den RNG-Faktor aus der Runde vielleicht rauszunehmen. Keine Ahnung, ob wir noch eine Chance haben, das hier zu drehen. Aber im Zweifel sind es auch Kills, die man sich einigermaßen sicher holen kann. Die 212 Arti versucht da gerade wegzufahren. Diesmal besser geschossen und die 212 rausgenommen. Jetzt muss hier irgendwo noch eine T290 stehen. Die ist ja nicht so allzu mobil. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er hier hinten noch irgendwo in den Büschen steht. TVP kracht gerade auf unsere Artis und den E75 zu. Hier steht er und jetzt kann ich hier relativ dicht ranfahren. Verliert zwar ein paar AP durch das Rammen, aber ich bin so flach, dass er die Kanone nicht auf mich runterkriegen sollte. Schießt auch dementsprechend daneben. Mit einem höheren Light hätte ich das jetzt hier vielleicht anders gespielt, aber mit dem T100 Light, ihr seid so flach, dass die T290 mich maximal hätte treffen können, wenn wir irgendwo an der Hauswand gestanden hätten und er uns beide weggesplasht hätte. Aber so war ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass er über mich wegschießt, wenn er versucht abzudrücken. Jetzt habe ich nur noch die Arti. Immerhin ist der TVP rausgegangen. Jagdpanzer E100 ist One-Shot. E100 hat noch 400 HP, also Two-Shot. Da fährt der T30. Und den können wir sogar abfackeln. Der wäre auch Two-Shot für uns gewesen. Also, lucky hier, dass wir den T30 rausnehmen konnten. Jetzt sind wir noch gegen den WT auf Panzer 4. Gegen den Jagd-E und gegen den E100. Wie gesagt, Jagd-E war One-Shot für uns, E100 Two-Shot. Ich habe keine Ahnung, wie viel HP der WT auf Panzer 4 noch hat. Aber von einer eigentlich unmöglichen Situation noch in eine vermeintlich lösbare Situation. So, die einzige Chance, er steht da hinter einem Panzer, fragt, die einzige Chance, die ich habe, ist da oben seine Kommandantenluke zu treffen. Und er trifft sogar, das war natürlich jetzt genauso glücklich wie das Anzünden vom T30. Also, oh, und der WT auf Panzer 4 ist noch Full AP. Also, extrem ja, finster, jetzt hier ein Full AP WT auf Panzer 4 auszugraben. Ich bin auch gespottet worden. Das heißt, der E100 weiß jetzt, wo ich stehe. Keine Ahnung, über welche Achse er sich jetzt versucht, hier anzunähern. Bin jetzt erstmal wieder in die Mitte gefahren, weil ich noch ein bisschen Zeit mir erkauft habe durch den Decap, um zu schauen, wo der E100 denn vielleicht steht. Und er fährt hier tatsächlich übers offene Feld. Beziehungsweise, er macht eigentlich gar keine Anstalten, jetzt hier im direkten, auf dem direkten Wege zu mir zu fahren. Vielleicht versucht er auch hinten über die Schienen mir den Weg abzuschneiden. Gut, wir wissen jetzt auf jeden Fall wieder, wo der E100 sich derzeit befindet. Jetzt müssen wir irgendwie zusehen. WT auf Panzer 4, wenn er mit Scherenfernrohr und Tarnnetz da steht, ist natürlich auch schwer zu outspotten. Wenn die Gegner ein bisschen clever sind, wissen sie, dass ich meine einzige Chance oben über B0, B9 ist und haben sich dementsprechend schon ausgerichtet. Ich muss jetzt hier irgendwie gucken, dass ich den WT aufmache und mit den Büschen so arbeite, dass ich nicht gespottet werde. Je nachdem, wie gut der WT auf Panzer 4 ist, der Spieler, wird er versuchen zurückzuschießen. So kann ich nicht schießen, aber so sollte ich auch nicht aufgehen. Die Büsche covern mich. Ich versuche jetzt natürlich immer auf der einen Seite ihn zu spotten, auf der anderen Seite irgendwie
dann sofort vorzufahren, falls er blind zurückschießt. Das wäre das, was eigentlich ein guter Spieler jetzt machen würde. Sofort blind in die Position zurückschießen, von wo aus ich getroffen worden bin. Auch den Treffer setzen wir. 385 HP hat er noch. Ich muss ihn jetzt irgendwie wieder spotten. Da ist er. Der EN100 kommt jetzt hinter mir. Jetzt muss ich irgendwie zusehen, dass ich hier so schnell wie möglich... Ja, vielleicht erstmal einen Schuss auf den EN100. Ich wechsle meine Position so. Der EN100 dreht auch schön den Turm. Jetzt weiß der EN100 natürlich, wo ich bin. Aber die Gelegenheit muss ich jetzt nutzen, ihn auch in einen One-Shot zu verwandeln. WT auf Panzer 4 nutzt nach wie vor das T30-Frag. Aber schöner Treffer hier. Jetzt sind beide One-Shot für mich. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, scheiß drauf, was soll's. Ich piek auf der Seite vom WT raus. Und da lässt mich jetzt RNG tatsächlich im Stich. Ich bin jetzt auch gespottet worden. Wie gesagt, ich habe es bewusst in Kauf genommen, hier gespottet zu werden. Der WT hat gerade geschossen. Der EN100 noch nicht. Jetzt habe ich meine Deckung selber kaputt gefahren, um hier den Schuss irgendwie zu machen. Auch der trifft nicht. Und der WT hat nachgeladen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. In der Runde lief es jetzt so gut. Und ich würde sagen, bis dahin habe ich es auch ziemlich gut gespielt. Aber dann habe ich halt bewusst in Kauf genommen beim letzten Schuss, dass mich der WT spottet. Habe den Winkel so gewählt, dass ich ihn auf jeden Fall treffe. Habe ihn dann auf jeden Fall nicht getroffen. Dadurch bin ich gespottet worden. Und ja, leider, leider auch der zweite Schuss nicht getroffen. Ärgerlich gelaufen jetzt hier, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein bisschen was mitnehmen. Hier war natürlich meine Aufgabe anders. Ich habe zunächst versucht, eine Flanke sichtweitentechnisch zu besetzen. Habe dann festgestellt, okay, habe so lange gewartet, bis ich Backup da hatte. Bin dann vorgefahren, habe den Ru quasi outspottet, beziehungsweise habe den Ru für mein Team aufgemacht. Der Ru hatte da keine Chance mehr, wirklich rauszukommen. Und anschließend, als wir dann quasi Feldüberlegenheit hatten, haben wir die Mitte besetzt, haben versucht, über die Mitte zu agieren. Ich habe jetzt im Süden dann nicht mehr geholfen, weil wir im Norden die Flanke verloren hatten. Da war es mir dann wichtiger, Sichtweite für mein Team im Norden zu generieren. Leider, leider haben wir dann, ehrlich gesagt, auch den Norden verloren. Ich hatte hier die Chance, tatsächlich die Runde noch zu holen. Weiß jetzt nicht, ob ich das hätte hinten raus noch schlauer spielen können. Oder ob es jetzt tatsächlich nur Pech war. Ich würde sagen, eine Mischung aus beiden. Vielleicht hätte ich nochmal versuchen sollen, so safe wie möglich das Ganze zu spielen. Aber der EN100 war schon so bedrohlich nah an mir dran, dass ich mich entweder hätte entscheiden sollen, den EN100 lieber erstmal rauszunehmen. Oder noch sicherer den Schuss auf den WT auf Panzer 4 zu bringen. Alles in allem, leider nicht geholt die Runde. Trotzdem denke ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Falls euch die Replays gefallen haben, lasst dem Ganzen ein Like da. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!